Ich zücke das Fernglas und schaue mir das ebenfalls genauer an, ob das noch intakt ist oder wie genau die Trümmer auseinandergeschwommen sind, um zu schauen, wann genau da das Schiff zerbrochen ist oder kaputt gegangen ist. Ja, es sind allesamt wieder Zitracken, die zweimastig oder dreimastig dann ehemals waren. Mittlerweile hängen die Masten ähnlich wieder wie bei dem Schiff davor runter und sie werden wohl von der anderen Seite des Sturms wieder ausgespuckt sein. Also ähnlich wie der Vorgänger reingefahren, aber dann auf der anderen Seite rausgekommen, so dass sie dann eben wirklich grundlos gestorben sind. Und einige treibende Wasserleichen kannst du erkennen. Gib mir mal eine Tierkundeprobe. Kunde, okay. Jetzt kommt die große böse Seeschlange. Oh, guter Wurf. Sehr guter Wurf. Du kannst erkennen, die Leichen, du betrachtest sie grob 10 Minuten, während ihr auf sie zufahrt und bist dann auch der Meinung, dass einige von ihnen ein gutes Stück abgebissen worden sind. Der Rest schwimmt dann wohl noch dort, ein bisschen aufgedunsen, also die liegen schon seit anderen Tagen dort und mittlerweile wohl kein Fressen mehr für die Seeschlange, aber ehemals hat man hier wohl doch noch ein kleines Nest finden können. Sprich, auch von den Überbleibseln der Schiffe, das waren sicherlich zwei oder drei, die dann hier miteinander gekämpft haben. Du kannst einige Schuppen noch auf der Oberfläche treiben sehen, die dann noch blutig verschmiert sind. Und ja, hier haben Seeschlangen um ihr Essen gestritten und dann eben den Rest der Maraskana oder der Hafayas dann ja, verspeist. Die sind allerdings schon wieder weg. Ja. Friedhof der Seeschlangen, sagst du, Jalan? Nein, nördlich von hier irgendwo. Ich glaube, der ist hier ganz in der Nähe. Zumindest haben sich einige dieser Geschuppten um die Leichen im Wasser gestritten. Einige von ihnen sind abgebissen und an den Trümmern sind auch noch einige Schuppen zu erkennen. Lass das nicht Hasswulf hören. Markier das jedenfalls auf den Karten. Ich würde dann relativ zügig dafür sorgen, dass wir unter allen Segeln, die realistisch setzbar sind, gegen Südwest auf der Fahrt aufnehmen. Da kann ich pontern hier lang. Jawohl. Und dann, wir halten uns erstmal eine relative Weile auf hoher See, das soll uns vor Piraten beschützen. Und dann, wenn wir Sicht auf Maraskan haben, können wir über das Landen nachdenken. Genau. Das ist auch die Einschätzung von Hasswulf. Der wird sich dann natürlich auch irgendwann zur Besprechung dann mit euch nach unten in eure Kapitänskajüte begeben, wenn dann ja, der Sturm eben hinter euch ist und die Leichen gezählt worden, die Verlusten neben euch oder unter euch, könnt ihr dann noch die Verwundeten dann stöhnen hören, wenn ihr dann eure ja, Besprechung macht. Aber Hasswulf sagt auch, man kann ohne den Hauptmast segeln. Ihr seid jetzt ein gutes Stück langsamer, also anstatt den 15 Knoten wohl jetzt nur noch 8. Aber damit kann man weiter segeln, bis ihr dann eben einen ordentlichen Hafen erreicht habt, wo ihr euch dann flicken lassen müsst. Er kann selber nicht einschätzen, welchen Hafen ihr als sinnvoll betrachtet. Sinoda wäre eine Möglichkeit, zu Gillas kann er nichts sagen. Aber da muss man auf alle Fälle mit gut Holz noch arbeiten. Das können die Handwerker leisten, das wird aber lange dauern. Und ein Seegefecht würde er jetzt sehr gerne verhindern wollen. Aber wie gesagt, mit 8 Knoten kann man noch fahren. Ja, so wie wir anderen auch. Man könnte darüber nachdenken, an der wilden Küste an Land zu gehen und einen Eisenbaum zu suchen, wenn Boltax Elementar das wirklich packt. Ja, natürlich. Ich hätte den Elementar ansonsten gebeten, einfach mit etwas Material unseren Hauptmast wieder zusammenwachsen zu lassen. Dann stände tatsächlich ein Baum auf unserem Schiff. Wäre das nicht schön? Was sollen wir mit einem Baum auf einem Schiff? Ja, es wäre unser Mast. Hätte vielleicht ein paar, ich weiß nicht, Äste und ein paar Blätter würden hin und wieder Schatten spenden. Das wäre doch nett. Das ist absolut keine gute Idee. Und was ist mit den Wurzeln, Boltax? Naja. Bäume, die auf Wasser wurzeln. Man fangt nicht damit an. Was? Ich wollte noch etwas erwähnt haben. Diese Würmer, die nun während der Sturm tobte, an Bord gekommen sind. Sie haben sich wohl mit dem Schiff verbunden. Sie sind zumindest irgendwie in die Planken eingesickert und haben die Struktur von Holz oder möglicherweise Unholz angenommen. Wir sollten dieser Sache auf jeden Fall nachgehen.
Scheiße. Wollt ihr sagen, wir müssen die ganzen Planken im Unterdeck austauschen? Könnte Wochen dauern, wenn ich monde. Dafür haben wir keine Zeit. Wir haben fürs Erste die Stellen mit Kreide markiert, sodass wir zumindest noch wissen, wo es war. Denn mit bloßem Auge ist das wirklich kaum mehr zu erkennen. Und nun ja, die Überreste der Würmer, die Boltax an den Füßen hatte, sind aus irgendeinem Grund nicht verholzt. Möglicherweise, weil sie keinen geeigneten Untergrund gefunden haben. Wir haben das Ganze in eine Fiole gekratzt und keine Ahnung, wen wir am besten darauf ansetzen. Wahrscheinlich am besten alle. Es könnte Mayatam-Materie sein. Ich hatte überlegt, ob es vielleicht damit zusammenhängt, dass ich ja von Sumus Aura umgeben bin. Ihre Kraft, die mich zaubern lässt, die elementare Kraft. Auch das ist eine Möglichkeit. Dieses Material konnten sie nicht nachahmen. Deshalb hat es gewissermaßen wie eine Barriere um meinen eigentlichen Körper gewirkt. Afim, wie war es mit deinen Schuhen? Ja, auch auf einige Maden draufgetreten. Ja, ich habe auch schon nachgeschaut. Ich schaue mal auf meine Schuhe. Deine Schuhe sind auch nicht verholzt. Sieht gut aus. Das ist gut. Wo genau bringt uns diese Betrachtung nun also hin? Nun, es ist die Information für euch, dass unser Schiff möglicherweise in irgendeiner Form korrumpiert wurde. Und wie Diamantis sagte, sollten wir die Möglichkeit haben, die Planken auszutauschen. Nun, wäre das sicher wünschenswert, aber ich sehe zugleich, dass es ein enormer Aufwand wäre. Ich möchte euch in erster Linie in Kenntnis setzen und würde gerne möglicherweise Magistra Kohlraab und oder Kanizitiana auf die Untersuchung der Überreste ansetzen. Nun, ein Djinn würde das sicherlich hin... Nein, das Letzte, was wir brauchen, sind noch mehr seltsame Wachstümer im Unterdeck. Es würde nichts wachsen. Selbst Kanizitiana und Kohlraab drauf an, stationiert an jedem dieser Orte, die ihr markiert habt, Leute, die ihn betrachten sollen, bis wächst. Wie steht's denn um Isinoda? Können wir dort bedenkungslos anlegen? Oh, unter welcher Herrschaft steht die Stadt? Isinoda ist frei. So frei, wie man auf Maraskan sein kann. Also müssen wir unsere Flagge nicht wechseln. Wir können zumindest dort anlegen, in der guten Hoffnung, dass man uns nicht sofort unter Feuer nehmen wird. Alles andere kommt darauf an, wie die Lage vor Ort nun aussieht. Ich bin Maraskaner. Ich werde herausfinden, Arimir, dass Maraskaner sehr verlässlich sind, wenn man ihnen auf Augenhöhe begegnet. Ja, wir sollten mit Flaggen signalisieren, dass wir sehr spannenden Klatsch kennen. Mhm. Das müsst ihr nicht signalisieren, das wissen sie bereits. Ah, das ist gut. Seht ihr, Abelmir, wir werden bereits erwartet. Das ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Doch, doch. Jedenfalls Material und Handwerker bekommen wir am ehesten dort. Ja. Also Sinoda. Nun, wenn ihr keinen Djinn wollt, dann... Es war nur ein Angebot. Aber wer kennt sich am ehesten mit elementarer Reinheit aus? Ah, ein Elementar. Ich will keinen Baum, Boltax, ich will einen Mast. Ich finde Boltax Vorschlag nicht so schlecht. Es scheint am ehesten machbar zu sein in dieser Situation. Und nun ja, es besteht immer die Möglichkeit, dass wir auf Feinde treffen. Und dann würde ich ungern ohne funktionstüchtigen Hauptmast dastehen. Und wie sollen wir der Mannschaft vermitteln, dass sie sich an eine völlig andere Auslage des Hauptmastes gewöhnen müssen? Nein. Ja, wir haben immer noch eine funktionsfähige Breitseite. Das kommt mir dazu. Wir sind immer noch weniger als die Hälfte aller Piratenschiffe da draußen. Nun, was das Schiff angeht, seid ihr die Experten. Letztlich ist es Abelmirs Entscheidung. Wir segeln nach Sinoda. Wir segeln nach Sinoda. Der Kurs ist sowieso schon gesetzt. Oi. Und damit ist das bestimmt. Sinoda sind 130 Meilen. Plus minus. Damit braucht ihr bei 8 Knoten oder Meilen pro Stunde. Steht der Wind denn gut für uns? Ja, zurzeit schon. Okay, dann. Wir in etwa 15 Stunden, 16 Stunden so die Richtung. Genau, so ganz grob. Also von Buli aus nach Priostank wären das 33 Stunden. Das ist jetzt ganz grob die Hälfte, also grob 15 Stunden. Wie viel Uhr haben wir es gerade?
wir haben morgens gehabt, dann durch den Sturm hindurch, ich würde sagen 12. Stunde, als ihr dann durch den Sturm durch seid, dann ist es jetzt grob 15 Uhr. Mhm. Dann... Kommt ihr morgen früher an. Ja, ich würde es gern wenig verzögern. Also ich würde gern bei Nachteinbruch dann sehr wenig Fahrt machen, die Lichter löschen lassen. Denn in der Küstennähe irgendwie im Dunkeln herumstochern, kommt mir wenig gesund vor. Ach, zack. Könnte ja auch irgendwie Dinge. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wer da wohnt oder ob das ein Piratenstützpunkt ist oder sonst irgendwo. Ja. Naja, es heißt Achazak. Wer wird da wohl wohnen? Ja, also ich glaube, wir werden über Nacht eher wenig Fahrt machen und dann eher morgen Mittag ankommen dann. Okay. Ihr könnt mir mal eine. Ja, machen wir mal eine Seefahrt. Seefahrt ist besser als eine Schärfe. Spezialisierung? Ja. Fragezeichen? Ja, also keine Steuermann. Okay. Segelschiff kann ich anbieten. Ja, die nehme ich. Was, Seefahrt? Segelschiff? Das ist erlaubt? Ja, das ist eine der möglichen Spezialisierungen. Ich habe 14 über jedenfalls. Und Diamant, das protzt mal wieder. Dafür ist er noch da, dafür kriegt er doch sein Geld. Genau. Ich habe nicht das Gefühl, dass es das ist, wofür ich ihn Diamant ist, kannst du auf alle Fälle als erstes mitbekommen. Und als dir dann das Fernrohr gereicht wird, kannst du eine... Ist es eine Talucke? Du bist ja nicht ganz sicher. Doch, es ist eine Talucke. 3 schwarze Segel, dazu auf Gelb eine purpurne Lilienblüte. Und du kennst das Schiff, die Feuermal. Piraten. Kapitän 1-0, Piraten in Sicht. Verdammt. Wie groß? Eine dreimastige Talucke. Wir könnten es mit ihr aufnehmen, aber in unserem Zustand... Halten sie denn auf uns zu? Wird ein schwieriges Unterfangen. Weiß nicht, haben die uns schon entdeckt? Haben die euch Kurs entdeckt gelegt? Und segeln auf euch zu. Ja, sie werden unseren Kurs kreuzen. Sie haben uns entdeckt und haben uns wohl als Beute ausgemacht. Der Mast ist wohl nicht zu entgehen. Wartet ab. Lass die Segel am Hauptmast setzen, aber nimm die Leine raus, damit keine Spannung drauf ist. Ich würde gerne auf Wettervorhersage würfeln. Eine gute Idee, ja. Mich würde nämlich 2 Sachen interessieren. Zum einen, wie wird sich der Wind in nächster Zeit? Also, ist da irgendwas zu sagen? Und wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit? Ah, okay, ja. Wo wir gerade dabei sind, wüsste ich auch gern, wie die Windrichtung jetzt gerade in Relation zu uns und denen steht. Der Wind kommt aus Südwesten nach Nordosten, also zieht von Beskan in Richtung Andalkan. Also er weht uns gerade genau entgegen. Ja, so ein bisschen. Ihr habt jetzt gerade grob die Hälfte der Strecke gemacht, also seid jetzt irgendwo bei Achazak, irgendwo so ganz grob. Und der Wind ist eine leichte Brise. Also ist es angenehm. Damit kann man gut segeln. Das ist jetzt auch nicht so anstrengend für die Seemänner. Wenn ihr wieder in den Sturm reinsegelt, habt ihr da wesentlich mehr. Und die Luftfeuchtigkeit ist ich weiß jetzt nicht, wie die Skala aus dem Lieberkanton es ist, aber es ist halt so ein bisschen schwül, würde ich sagen. Also wir haben schon eine gesteigerte Luftfeuchtigkeit. Das auf alle Fälle, ja. Aber es ist jetzt nicht unangenehm. Okay, ja, das ist in Ordnung. Aus welcher Richtung kamen die nochmal? Die kamen aus Richtung Sinoda. Also uns genau entgegen mit dem Wind im Rücken. Können wir einen Token kriegen? Kann ich euch geben. Und es muss nicht unbedingt von einem Schiff sein, halt irgendwie. Ja, ich habe jetzt einfach mal die Drachentöter einmal. Oh ja, Abelmirs Frage ist gut. Können wir einmal regenerieren? Regeneration könnt ihr, weil ihr zurzeit Zustand Größe muss ich verändern. Das Schiff ist ein bisschen kleiner als ihr. Und das Schiff ist nicht die Drachentöter, sondern die Feuermal. Ja, wenn wir regenerieren können, dann hätte ich noch gerne. Oder Punkte über, die Netia rüber hatte, die hat mich ja noch verarzt. Korrekt. Nach dem Kampf. Richtig. Jetzt ist es ein Drittel. Nee, das ist das erste Mal. Dann ist es die Hälfte. Ich wurde noch nicht verarzt. Also einmal regenerieren ist drin. Wie viele Punkte hatte sie über? Ich glaube, sie hat euch drei gegeben, ne? 3 Punkte zusätzlich. 3 Punkte? Okay. Ja. Achso, ich könnte gerne auch eine Heraldikprobe würfeln. Ich erleichtere sie Diamantes durch die sehr gute Seefahrtsprobe um 3 Punkte. Sie ist aber generell erschwert. Geländekunde Maraskan, hilft mir das? Geländekunde hilft dir nicht, nein. Kulturkunde Maraskan hilft dir. Scheiß werde ich tun, bevor ich die kaufe.
In mein Grab gehe ich, bevor ich das tue. Schwester, der Klatsch ist stark. Der Klatsch ist stark in dir. Du bist halt immer noch ein Fremdi-G, ne? Kann ich auf Pflanzenkunde ableiten, weil es eine Lilie ist? Nein, kannst du nicht. Das ist Maraskan. Ich kann mir die Haare bunt färben und mir einen Bart wachsen lassen. Ich werde immer ein Fremdi-G bleiben. Vor allem ein ekelhafter Garetia, ja. Das muss ja keiner wissen. Abelmir, du hast selbstverständlich die Bücher zu studiert, wie es ein guter Kapitän tut. Und gut, die Lilie kann natürlich alles bedeuten, gerade wenn man aus dem Maraskan kommt. Du weißt auch, dass die Boraner die Lilie führen. Aber gelb, purpurne Lilie und schwarze Segel, das muss El-Roligida sein. Mit ihrem Schiff die Feuermal, das ist dir natürlich schon bekannt. Das sind Piraten, das sind aber, sie feiern die Wiedergeburt des Perlenmeers. Also es sind ganz harte Ruhr- und Gläubige und alles, was sie tun, ist Maraskan verpflichtet. Sie wird selbst als Tetrarchin klassifiziert. Also sie ist eine der wichtigsten Führungserscheinungen auf Maraskan für das Perlenmeer. Vielleicht müssen wir nicht kämpfen, wenn wir ihnen klar machen, dass wir einen gemeinsamen Feind haben. Es sind strenggläubige Ruhr- und Rohrgläubige, diese merkwürdige maraskanische Glaube. Sie sind wohl eher Freund als Feind für uns. Dann schlage ich vor, wir hängen jeden bunten Fetzen Tuch, den wir haben, über die Reling. Nicht, dass wir uns unter fälschlichen Verhandlungsmaßnahmen entern lassen. Wie wäre es, wenn Abelmir einfach eine schöne Illusion zaubert? Es sind Gläubige und keine Narren. Nein, um unser Schiff bunt erscheinen zu lassen. Was soll das bringen? Bunte Farben haben keine Aussagekraft. Naja, vielleicht schon. Warum hat die Alanis denn sonst vorgeschlagen? Aber es gibt doch diese Flaggensymbole. Können wir ihnen nicht einfach signalisieren, dass wir Freunde sind? Natürlich können wir es. Das könnte aber auch jeder. Nun, es wäre zumindest ein Anfang. Und die sind auf Entfernung natürlich schwerer zu sehen. Entsprechend, ja, das muss allerdings, wir muss allerdings noch eine Weile warten. Uns auf Rufreichweite nähern. Oder dass wir mit ihnen kommunizieren wollen. Behandlungen oder so. Alles zu seiner Zeit. Sie sind noch sehr weit weg, meint ihr nicht? Ich würde die Rotzen gerne feuerbereit haben. Mach das. Warum sind sie das denn auch nicht? Weil wir sie gerade erst enttakelt haben. Bereite die Rotzen vor. Enttakelt, ja. Ich bin fest verzurrt. Ich mache meine Sturmmannschaft bereit. Halt sie unter Deck, ja? Jawohl. Hasswolf, signalisiert ihnen, dass wir verhandeln wollen. Ja, das kann ich vielleicht machen, nicht. Vielleicht nicht. Wenn wir ihnen jetzt schon signalisieren, dass wir verhandeln wollen, signalisieren wir damit auch, dass wir schwach sind. Ihr solltet das erste Mal darauf ankommen lassen, zu sehen, was sie vorhaben. Nun, dann beschießen sie uns vermutlich. Wir haben doch schon mal ein maraskanisches Schiff getroffen. Die haben uns signalisiert, dass sie Informationen austauschen wollen. Richtig. Lasst erst einmal auf Geschützreichweite herankommen. Rappelstein, Nebelklang, lade die Rotzen. Ich will bereit sein, ihnen unsere Breitseite zu demonstrieren, wenn es nötig wird. Jawohl. Und dann warten wir ab. Die Maraskaner fahren auf euch zu. Eine halbe Stunde wird es dauern. Dann sind sie direkt vor euch auf Rotzreichweite. Signalisieren sie? Zurzeit haben sie wenig beflaggt. Und Captain, ich denke, jetzt ist die Zeit gekommen. Nun, dann signalisiert ihnen Verhandlung. Ich weiß nicht, ob man eine Absicht da schon mit signalisieren kann. Es gibt bestimmt ein Signal für was wollt ihr. Kommunikation aufnehmen, genau. Alles klar. So. Sie drehen dann auch bei, beziehungsweise sie drehen erstmal von euch ab. Ihr könnt dann auch sehen, wie die Rotzen auf euch gerichtet sind. Aber sie kreisen dann jetzt um euch herum und so auf einer Reichweite, dass die Rotzen zwar sprechen könnten, aber sie fahren nicht direkt an euch heran und geben sich da jetzt irgendwie die Blöße, weil sie wissen, dass ihr die Stärkeren seid. Aber je nachdem, von wo der Wind kommt und wenn sie euch dann umkreisen, haben sie sicherlich auch irgendwann mal eine Gelegenheit, euch ekelhaft zu treffen. Ja, ich möchte da gerne mitmanövrieren, damit wir unser Heck nicht übermäßig darbieten. Alles klar, gut. Dann kreist ihr jetzt um euch herum wie Haie im Angriffsmodus. Und so werden jetzt Flaggensignale ausgetauscht.
Ja, Kommunikation wird dann eben auch erwidert und sie hissen dann zusätzlich einfach nur eine maraskanische Flagge vom Shikanidat. Haben wir genauso eine? Nein. Verdammt noch einmal. Nun, hängt ein paar bunte Tücher raus. Und ja, nein, hängt ein paar bunte Tücher raus. Okay. Gib mir nochmal eine Heraldikprobe. Alle oder eine? Eine. Eine Heraldikprobe brauche ich. Ja, das macht doch der Kapitän. Ja, alles klar. Ja, ja, dann kommt gerade mit einem Arm voller bunter Tücher von Unterdeck wieder, die er aus Avelmirs Unterwäsche-Schublade geholt hat. Ja, dann kannst du die richtige Buntbeflaggung eben zurücksenden, sodass es da dann keine Missverständnisse gibt. Ich meine, bunt ist nicht gleich bunt und die Reihenfolge ist natürlich auch wichtig. Und so werden dann die Rotzen wieder zurückgeschoben. Du könntest sehen, wie dann nach und nach die Klappen wieder zugehen. Sodass ihr dann eben nicht nur von dem Unterdeck, sondern dann eben auch von dem Oberdock schießen könnten. Das wird jetzt aber, wie gesagt, dann eben, ja, auch die Hornissen werden dann eben eingeholt und sie verringern die Kampflustigkeit. Ihr könnt sehen, es sind grob 40 Piraten, die an Bord sind und die Kapitänin, die gerade das Schiff selbst lenkt. Und dann kommen sie näher. Ich würde auch den Befehl geben, auch unsere Rotzen, also unsere Rotzenklappen zu schließen, dass wir sozusagen keine übermäßig aggressiven Absichten hegen gegenüber diesen Piraten. Mhm. Ich rufe allerdings mal unter Deck, Rafim, lass deine Leute mal auf Deck antreten. Jawohl. Los, Männer, angetreten, Formation. Will die beeindrucken. Jawohl, König. Beeindrucken wir sie. Um ihnen zu zeigen, dass wir es ernst meinen. Shasakawal! Usmasasasa! Spricht jemand Maraskanisch? Ich gehe davon aus, die Maraskaner. Das Maraskanisch ist ein Ableger des Urtulemidia, wenn ich mich nicht täusche. Sprichst du die Sprache? Nein. Verstehe ich was? Kein Maraskaner, den ich hier getroffen habe, sprach dies. Zumindest nicht ausschließlich. Kannst du mal auf Tulemidia würfeln? Ist das Schwert um 7. Ich hätte einfach irgendwie so einen Maraskaner rangewunken. Ich hab Tulamidia nur auf 6. Ich hab Ur-Tulamidia nur auf 3. Ur-Tulamidia? Okay, Schwert um 7 habe ich nicht geschafft. Bitte? Aber es ist Tulamidia. Tulamidia, ja. Schwert um 7. Stellt sich aus, Jana, also weiß nicht. Also Ur-Tulamidia ist nicht besser, oder wie? Nee, Ur-Tulamidia ist nicht besser. Naja, ich meine, du kannst halt von Ur-Tulamidia auf Tulamidia ableiten. Ja, ist halt auch um 7 mal Schwert. Es wird halt nicht besser. Ja, genau, das reicht, war die Frage. Reicht aber. Es war eine himmelschreiende Dummheit mit einer Spur von Unflat, wie ihr gerade beleidigt worden seid, und ein beiläufiges Schimpfwort über jemanden, wenn dieser anwesend ist. Ach, die machen sich nur über uns lustig. Lasst euch nicht ärgern. Warte, ich habe Arroganz. Ich habe viel zu lange nicht mehr drauf geprobt. Ja, so eine richtig sinnlose Beleidigung. Ja. Auf Maraskanisch ist das das Schlimmste, was man sagen kann. Vor allem ist wieder Unflat dabei. Wenn ich mich hinter den Skorpion setze, kann ich ihn bestimmt von hier aus der Steuerrad zerschießen. Und was gewinnen wir daran? Bin ich. Bedenkt, dass wir hier vielleicht einen Verbündeten gewinnen könnten. Die Frau hat ein Schiff und eine Mannschaft. Wir brauchen beides. Bimpanak! Kaputan! Ich würde mal den Kapitän anrufen. Wir werden ja Kaputan ein richtiges Wort dafür ist, auf Maraskanisch. Kabucha! Du kannst erkennen, währenddessen, also sie werden langsamer und langsamer, kreisen halt immer noch so mit den restlichen Bewegungen, die die Segel noch haben, um euch herum. Und du kannst mittlerweile auch ihr rotes Feuer mal erkennen. Das ist so das, was meistens Babys noch haben, wenn sie dann vom Zarstorch geküsst worden sind, was dann normalerweise verschwindet, aber bei Elrolijida ist es wohl noch geblieben, sodass eben ihre komplette Gesichtshälfte in ein rotes Feuermal getauft ist. Wir kämpfen gegen den gleichen Feind. Chasuel. Und also, dann, sie reißt das Steuer rum. Und mit den restlichen wenigen Geschwindigkeiten tockt ihr unglaublich ekelhaft an. Holz knirscht auf beiden Seiten und dann werden Planken ausgeworfen.